In diesem Film zeige ich dir, wie du eine Google-Site erstellst, wie du sie an deine Bedürfnisse anpasst und vor allem, wie eben Inhalte generiert werden. Ganz wichtig scheint mir, dass eben der Vorteil von einer solchen Lösung ist, dass eben mehrere Leute gemeinsam daran arbeiten. Es ist also nicht an der Lehrperson da, die Inhalte zu generieren, sondern von einer ganzen Klasse, die eben gemeinsam an dieser Website arbeitet. Das verlangt allerdings natürlich auch eine gewisse Disziplin und Abmachungen, wie und was da eigentlich dann präsentiert werden soll. Du brauchst einen Google-Account. Wie du den erstellst, wird an anderer Stelle erklärt. Du kannst entweder die Adresse direkt einschreiben, sites.google.com, oder über dieses Mehr gelangst du ebenfalls auf diese Einstiegsseite. Hier meldest du dich an. Und du siehst, ich habe für diesen Account jetzt noch gar keine Website erstellt. Deshalb klicke ich hier auf Erstellen. Wähle hier Classroom Site. Da sind schon Inhalte vorbereitet, damit du ein bisschen sehen kannst, wie das gestaltet werden könnte. Allerdings könnte man auch mit einer leeren Vorlage beginnen. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Der Name muss mindestens 6 Buchstaben haben. Dann wählst du hier ein Design aus. Naja, ich nehme einfach das Erstbeste. Das kann man jederzeit später noch ändern. Unter weitere Optionen kannst du die Website beschreiben. Und entscheiden, wer überhaupt Zugriff haben soll. Ich wähle hier alle Besucher. Natürlich sollen auch die Eltern meiner Klasse eben Zugriff haben. Wenn sehr persönliche Inhalte preisgegeben werden, könnte man den Besucherkreis einschränken, dass also nur zum Beispiel eingeladene Benutzer auf die Inhalte zugreifen können. Und dann muss man diesen Code abschreiben. Und dann klickst du auf Erstellen. Und schon ist sie bereit. Du siehst, es ist jetzt schon ganz viel drin. Es hat schon viele Inhalte, viele Artikel drin. Allerdings alle mit englischem Titel und lateinischem Text, so Platzhaltertext. Und es hat auch schon ganz viele Links zu weiteren Seiten und das müssen wir jetzt ein bisschen überarbeiten. Zunächst einmal empfehle ich dir, die Einstellungen so grob vorzunehmen. Du siehst, was Besucher nicht sehen. Diese obere Leiste hier, die ist für die Bearbeitung, für die Administration der Seite gedacht. Das sehen andere nicht. Hier hast du den Bearbeiten-Knopf, so kannst du die im Moment aktive Seite überarbeiten. Hier wird eine ganz neue Seite erstellt und unter Weitere kannst du die Einstellungen, die die ganze Website betreffen oder je nachdem auch einzelne Seiten löschen. Ja, ich denke, das ist mehr oder weniger selbsterklärend. Wir wählen jetzt Webseite verwalten. So sieht das nun aus. Wir sind direkt im Bereich Allgemein gelandet. Hier kannst du den Namen der Website ändern, die Klassenwebsite und so weiter. Ganz wichtig, bei mir habe ich das in der Zwischenzeit schon gemacht, die Sprache auf Deutsch umstellen, damit also alle Beschreibungen und die Navigation und so weiter künftig auf Deutsch erscheint. Und dann gehen wir da in den verschiedenen Bereichen nochmals kurz durch.
Im ersten Abschnitt hast du die Möglichkeit zu sehen, was alles passiert ist in der letzten Zeit. Seiten gibt dir einen Überblick über die momentane Struktur. Das sind alle vorhandenen Seiten. Du siehst, da hat es noch Unterseiten zu diesen Class Announcements. Das sind also verschiedene Beiträge, die unter diesem Thema gemacht wurden. Und genauso bei Homework Assignments und Students of the Month. Dann haben wir hier einen Überblick über die Anhänge, also die Dateien, die du hochgeladen hast, um sie den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Die Seitenvorlagen brauchen wir im Moment nicht, genauso wie die Skripts, gelöschte Elemente, hier kannst du etwas, das versehentlich gelöscht wurde, wieder zurückholen. Ganz wichtig wäre hier Freigabe und Berechtigungen. Du siehst, ich habe hier schon jemanden eingeladen. Das ist extrem einfach. Du tippst einfach die E-Mail-Adresse. Eines Benutzers ein. Natürlich sollte der eben auch einen Google-Account haben. Sonst muss er den zuerst erstellen, um auf die Website zugreifen zu können. Du kannst hier einstellen, was er überhaupt alles darf. Er darf bearbeiten. Eigentümer solltest nur du sein, damit eben verhindert wird, dass da gewisse andere Leute, die nichts zu suchen haben, auf eurer Webseite eingeladen werden. Oder du kannst auch einstellen, dass jemand nur die Webseite anschauen darf, ohne daran zu arbeiten. Freigabe speichern und diese Person hat jetzt eine Mail bekommen. Du kannst sie jederzeit wieder löschen oder in ihren Funktionen einschränken. Das ist kein Problem. Wenn du noch weitere Einstellungsmöglichkeiten oder feinere haben möchtest, dann kannst du Berechtigungen auf Seitenebene aktivieren. Das heißt, du könntest dann also für jede einzelne Seite einstellen, wer was daran machen darf. Das ist entsprechend komplexer, aber beispielsweise bei Seiten, die eben nur von dir mit Inhalten bestückt werden sollen, eben durchaus sinnvoll. Dann gehen wir weiter. AdSense und Webadresse haben im Moment keine Bedeutung. Hingegen das Website-Layout ist ganz wichtig. Hierzu müssen wir nochmals einen Blick auf eine vorhandene Seite werfen. Du siehst hier, das Grundlayout ist eigentlich zweispaltig. Es hat hier die Seitenleiste mit einer Navigation, dann einen Block, wo einfach Inhalte drin sind. Google nennt das einen Textblock, obwohl auch ein Bild drin ist. Dann erneut eine Navigation, wieder ein Textblock und nochmals einer. Bei mir hier habe ich sogar noch ein weiteres Modul eingebaut. Und der ganze rechte Teil ist für den Inhalt reserviert. Zurück zu diesen Layout-Einstellungen. Du siehst, der Seiteninhalt, den kann man nicht ändern oder weiter konfigurieren. Das ist einfach ein Bereich, der eben reserviert ist für die Inhalte, die dieser Seite zugeordnet wurden. Hingegen diese Seitenleiste, die macht durchaus Sinn. Hier also die erste Navigation, da bearbeite ich. Du siehst, ich habe den Titel schon geändert, aber vielleicht nenne ich es jetzt Hauptmenü. Hier habe ich alle Links oder Menüpunkte, die diesem Menü zugeordnet sind, drin. Extrakredit, das nehmen wir raus, brauchen wir nicht. Dafür kann ich eine weitere Seite hinzufügen. Nehmen wir an, vielleicht den Kalender. Und den kann ich in der Reihenfolge eben auch noch weiter nach oben schieben, bis ich zufrieden bin. Die Namen ändern kann ich im Moment nicht, da muss ich dann die Namen der entsprechenden Seite ändern. Da muss ich also zurück auf Seite gehen und jede einzelne Seite entsprechend anpassen. Das wird dir gleich gezeigt. Da diesen Textblock mit dieser Lehrerin Smith, den können wir
getrost löschen, brauchen wir nicht. Allenfalls auch diesen unteren hier. Und du kannst jederzeit auch wieder ein neues Element hinzufügen. Du siehst, hier hast du ganz verschiedene Vorlagen, also beispielsweise eine Google Plus Schaltfläche, eine weitere Navigation, einen Text, wie auch immer, das kannst du ganz nach Lust und Laune deinen Bedürfnissen anpassen. Wir speichern das. Diese Einstellungen wurden jetzt übernommen. Unter Farben und Schriftarten könntest du noch das Erscheinungsbild an deine Bedürfnisse anpassen. Alles, was du hier oben änderst, wird hier unten gleich angezeigt, bis du wirklich zufrieden bist. Naja, können wir im Moment noch lassen. Und unter Motive hast du eben diese Designvorlagen, die du auch nachträglich ändern kannst. Und die ganze Website erscheint dann in einem anderen Kleid. Wir speichern das und gehen wieder zurück zu unserer Seite.